Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch am Kupfersee, beziehungsweise ich war immer noch überhaupt nicht weg. Ja, manche nervt es vielleicht, aber gut, sei es drum. Ich will hier endlich eine Koi als Trophäe kriegen. Stellt sich doch sehr schwierig raus, muss ich sagen. Egal, ihr seht unten rechts im Kescher 150 Fische, also der Kescher ist full. Und das hat genau 4 Stunden gedauert am Stück. War der Kescher voll. Durchgebissen, hammerhart. Wir gucken mal rein im Kescher. Ja, so die Zeiten. Hier müsst ihr euch jetzt nicht wundern. Ich hab's auf der Arbeit gemacht. Wir fangen mal hier unten an. Ne? Wir sehen seltene. Seltene. Normale. Seltene. Gucken wir mal durch. Lederkarpfen waren dabei. Dingesbühler, Spiegeler, Zeilenkarpfen, F1er, Giebelchen. Ja, der war auch dabei. Ja. Karausche als Trophäe. Kuaku, sogar der war dabei. Die Ogons. Eine Schleie, knapp Trophäe. Schuppis und Spiegler. Ja, wie gesagt, der Titel heißt ja 500 Silber pro Stunde. Tatsächlich, wir haben hier knapp 2200 Silber. Ich hatte noch einen Kaffee abgegeben, es waren aber 2200. Und ja, durch 4 Stunden, um genau zu sein, 550 Silber. Ja, wo wir das Ganze herbekommen, das zeige ich euch jetzt. Ich muss neue Köder eben holen, neues PVA basteln und dann sehen wir uns gleich am Wasser. So, da sind wir am Spot angekommen, gerade eingeworfen und schon geht's fröhlich weiter. Ja, wir stehen hier quasi am Anfang, wo der See rauskam. Hier zeige ich euch jetzt mal 3 Meter nach links. Da hatte ich ja das Video gemacht mit den Dinkelsbühlerkarpfen auf Tutti Frutti. Das ist ja quasi hier vorne direkt. Ja, war ja auch 10 Meter der Clip, beziehungsweise zwischen 10 und 20. Hier könnte man zwischen 10 und ja, 17 Meter, sagen wir mal, machen. Na, der war weg, das war klar. Ich trottel. Also es gab einen VK-Spot, der stand hier auf 17 Meter und der hat einen Super Trophy Ogon gefangen, also den roten Koi oder den goldenen, 37 Kilo. Und zwar hat er das gemacht mit nicht in der Kombination, sondern hatte die Pellets 18 drauf. Und den sinkenden Boilie 20 habe ich auch gestern mal probiert. Frequenz sehr unterirdisch, muss man sagen. Es gingen Kois rein, auch bessere, aber boah, das. Also da wartet man sich den Wolf. Ne? Also es geht quasi, wenn man Frequenz will und Silber verdienen, Pellets 14, Boilie 14, Milchcreme. Ja, ich nutze mal die Groß 1er Haken wieder. Hab mir mal ein anderes braunes Leadcore geholt. Also noch ein bisschen dunkler die Farbe und ja, habe wieder meine 50er rote geflochtene drauf mit 27 Kilo. Und ja, wie ihr seht, es geht einfach fröhlich weiter. Da haben wir schon den goldenen wieder. Ja, zack, 2 Kilo ist okay. Gibt es wenigstens auch XP. Und testweise habe ich quasi auf der mittleren Route habe ich auch einige gute bekommen. Einfach nur Pop-Up Mais. Mit Karamell dasselbe in grün. Ihr seht hier schon Erbse als PVA. Das machen wir jetzt mal eben zusammen. Wir gehen mal hier auf Futtermischung und Trockenfutter. Ne, Quatsch. Erbse. Ja, ich habe gerade mal alles geholt. Genau. Mal kein Maismehl, sondern Erbsen. Warum? Ich habe nochmal reingeguckt. Bei den Futterbällchen, bei den vorgefertigten Rezepten für Futterbällchen Karpfen. Ja, wenn man hier mal unten guckt. Einfach nur Karpfen, ne, ist ja auch Mais drin. Da habe ich mir gedacht, wieso auch nicht mal wieder Mais probieren. Erbse, sorry. Deswegen mit Erbsen. Dann habe ich einmal den Achterboilie, den sinkenden gemahlen, reingemischt, den Pop-Up reingemischt, zweimal die teureren Sahne-Feed-Pellets und Karamell nochmal als Aroma, weil es gibt nichts für Karamell. Deswegen habe ich gesagt, komm, machst du mal einen mehr rein. Ich hatte sonst immer nur den 8er, jetzt haben wir zweimal Boilies mit drin. Scheint ja wirklich gut zu funktionieren. Jetzt haben wir auf dem Meisenbiss. Hat mir auch einige Kois auf jeden Fall gebracht, die Geschichte.
Und ihr seht, das hört hier nicht auf. Ich habe 10 Meter eingestellt, wie gesagt. Er hatte 17 Meter den blauen bekommen. Ja. Ich habe jetzt Urlaub. Eine Woche, da kann ich das auch mal probieren. Ja, mit viel Zeit. Wenn man aber Happy Hour machen will, ist man hier echt gut bedient, muss man sagen. Und was mir aufgefallen ist, viele Kois gehen auch zu wildesten Zeiten rein. Also mittags, knallwarm, mittags kommen auch schon mal echt sehr seltene Exemplare an die Rute. Da mal wieder auf den Pop-up-Mais. Der dürfte hängen. Ach, Junge, bist du dumm. Ja, ist schon spät heute. Marsch gleich eh wieder runter. Ich lege alle drei auf Pellet. Kombi mit Boily. Ja, mehr muss man nicht sagen. Wir sehen hier wieder vier Fische in 3 Ingame-Minuten. Schon der erste seltene wieder mit dabei, wenn auch klein. Probiert es aus. Hier stehen gerade wieder 44 Mann. Nicht umsonst. Ja, Funst auf jeden Fall. Mit Erbse als Basis. Danke fürs Einschalten. Einen entspannten Sonntag euch. Haut's da rein. Petri, danke und tschüss.